Hast du dich jemals gefragt, warum Gott, der für seine unendliche Liebe bekannt ist, sich dafür entscheidet, bestimmte Menschen nicht zu retten? Diese Frage eröffnet ein faszinierendes Bild der göttlichen Liebe. Obwohl Gott unermesslich und unbestritten ist, bleibt er unerschütterlich in seinen Prinzipien. Unter Christen wird weithin angenommen, dass der göttliche Wille alle Menschen umfasst. Unabhängig von Geschlecht, Alter oder ethnischer Zugehörigkeit, die nach der Errettung aller streben. Die Heilige Schrift bestätigt dies in 1. Timotheus Kapitel 4, wo sie Gottes Wunsch verkündet, dass alle gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Aber was geschieht mit denen, die von dieser Rettung weit entfernt zu sein scheinen? Im heutigen Video werde ich 7 Profile von Menschen enthüllen, die auf diesem spirituellen Weg auf Hindernisse stoßen könnten. Mit anderen Worten, ich werde über 7 Arten von Menschen sprechen, die vielleicht keine Erlösung erlangen. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein. Viele von uns könnten unbeabsichtigt unter dem Hindernis stehen, unserem Weg zur Erlösung. Bleiben Sie also aufmerksam und reflektieren Sie, ob eines dieser Profile mit Ihrem spirituellen Weg übereinstimmt. Die Antwort kann der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis des Wesens der göttlichen Liebe und der Erlösung selbst sein. Ich lade euch alle ein, euch einen Moment Zeit zu nehmen, um euch dieses ganze Video anzusehen, an Gebeten teilzunehmen und reichlich Segen für euch, eure Familien und eure Freunde zu empfangen. Bevor wir eintauchen, bitte ich Sie, Ihre Unterstützung zu zeigen, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und diese wichtige Botschaft zu teilen. Jede Handlung, die du unternimmst, trägt dazu bei, das Evangelium zu verbreiten, mehr Herzen zu berühren und das Reich Gottes hier auf Erden zu stärken. Als geliebte Gläubige sind wir mit einer beunruhigenden Wahrheit konfrontiert. Nicht jeder auf dieser Welt kann oder wird gerettet werden. Diese Tatsache ist eine Warnung, besonders für diejenigen, die eifrig in die Kirche gehen. Es geht nicht nur um die Teilnahme an Sonntagsfeiern, die aktive Teilnahme an der Gemeinschaft, das Darbringen des Zehnten, einen christlichen Titel zu haben, gottesfürchtig zu sprechen oder sogar die Taufe, die das Heil garantiert. Die Bibel gibt uns in Matthäus Kapitel 7, Verse 21 und 22 die Warnung Jesu vor dem Tag des Gerichts. Viele werden glauben, dass er in seinem Namen Wunder vollbracht hat. Aber er wird sie ablehnen und sagen, ich habe sie nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Diese Botschaft ist eine Einladung an jeden von uns, über unsere wahre Stellung vor dem göttlichen Thron am Tag des Gerichts nachzudenken. Fragen Sie sich, wenn der Herr heute wiederkäme, wären wir dann bereit und würdig, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, ohne Flecken vor ihm? Über dieses Thema zu meditieren, ist nicht nur wichtig, es ist essentiell für unsere spirituelle Reise. Fühlen Sie sich gesegnet, hier zu sein, ein Teil dieses Videos in einer so entscheidenden Zeit zu sein. Wie uns Kapitel 5 des 2. Korintherbriefes in Vers 10 daran erinnert, müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, damit ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, während er im Leib war, sei es gut oder böse. Betrachten wir nun 7 Arten von Menschen, die nach der Heiligen Schrift nicht gerettet werden können. Die erste Gruppe besteht aus Ungläubigen. Aber wer sind sie? Sie sind diejenigen, die nicht an die Geburt, den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus glauben. Nach der Bibel können diese Menschen keine Erlösung erlangen. Der einzige Weg zur Erlösung führt über den Glauben an Gott. Ohne diesen Glauben kann niemand vor den Sünden und dem Einfluss Satans gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg, um Erlösung zu erlangen, als durch den Glauben an Gott und den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Die bekannte Passage aus Johannes 3,16 betont, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er sie seinem eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Viele mögen die Einfachheit dieses Erlösungsplans unterschätzen. Und deshalb ist der Unglaube so gefährlich. Zweitens kann Gott diejenigen, die Erlösung auf andere Weise als durch Jesus Christus suchen, nicht retten. In Johannes 5,40 heißt es, dass einige sich weigerten, lebenslang zu Jesus zu kommen. Er ist der einzige Weg zum Vater und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt uns, dass es unter den Menschen keinen anderen Namen gibt, durch den wir gerettet werden sollen, als Jesus Christus. Nichts anderes kann einen Menschen retten. Nicht Intelligenz, nicht Macht, nicht Geld, nicht Schönheit, nicht einmal Familie oder Freunde. Wir werden allein durch das Blut Jesu gerettet
und sein Tod am Kreuz hat für unsere Sünden bezahlt. Die nächste Kategorie von Menschen, die nach der Heiligen Schrift nicht gerettet werden können, sind Heuchler. Jesus sprach in Matthäus 23,3 direkt zu diesen Menschen: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Sie verschließen das Himmelreich vor den Menschen. Tretet nicht in euch selbst ein und lasst nicht die herein, die es versuchen. Ein Heuchler ist jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Sonntags sitzen sie in angemessenen priesterlichen Gewändern in der Kirche und erheben heilige Hände zu Gott. Am Wochenende verhalten sie sich jedoch wie jeder andere in einer alltäglichen Umgebung. Für sie sind das Heil und das Leben des Glaubens bloße Formalitäten, die die Kirche als soziales Zentrum behandeln, ohne wahre Frömmigkeit. Diese Menschen mögen Gott öffentlich anbeten, aber sie lassen nicht zu, dass sich das Leben Christi in ihren Handlungen und Gedanken wirklich offenbart. Sie mögen Jahre in der Kirche verbringen, aber sie zeigen keine Früchte, um den Glauben zu beweisen, zu dem sie sich bekennen. Sie stehen vor dem Tor des Reiches, aber sie gehen nicht hinein und hindern noch andere daran einzutreten. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 9-14, finden wir die Geschichte eines Pharisäers, der sich für gerecht hielt und andere verachtete. Auf der anderen Seite lobte Jesus die demütige Haltung des Zöllners, der im Bewusstsein seiner Sünden die Barmherzigkeit Gottes erflehte. Dieser Bericht illustriert die biblische Warnung vor Selbstrechtfertigung. In Epheser Kapitel 2, Verse 8 und 9 werden wir daran erinnert, dass die Errettung aus Gnade kommt durch den Glauben und dass es nichts ist, was wir erlangen oder womit wir uns rühmen können. Die fünfte Kategorie von Menschen, die nicht gerettet werden können, sind Abtrünnige. 2. Petrus 2, 20-22 macht dies deutlich, wenn er sagt, dass jemand, der unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus kennengelernt hat, sich wieder einmischt und von der Welt überwältigt wird, sein Endzustand schlimmer ist als der ursprüngliche Zustand. Dies unterstreicht, wie ernst es ist, vom Pfad der Wahrheit abzuweichen, nachdem man sie erkannt hat. Diesen Menschen geht es am Ende schlechter als am Anfang. Es wäre besser für sie gewesen, den Weg der Gerechtigkeit nicht zu kennen, als dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, den Rücken zu kehren. Es ist wie in den Sprichwörtern: Der Hund kehrt zu seinem Erbrochenen zurück und das Schwein wäscht sich, bis es sich im Schlamm suhlt. Die Bibel zeichnet ein Bild von denen, die religiös werden und ihre korrupten und unmoralischen Praktiken aufgeben, aber am Ende ihre wahre Natur offenbaren und zu ihr zurückkehren. Die nächste Kategorie von Menschen, von denen die Bibel sagt, dass sie nicht gerettet werden können, sind Gotteslästerer. Jesus spricht dieses Thema in Matthäus Kapitel 12, Verse 30, 31 und 32 an, wo er davor warnt, dass alle Arten von Sünden und Gotteslästerungen vergeben werden können, außer der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Wer gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem noch im kommenden Zeitalter. Manche Menschen lästern Gott, verspotten den Heiligen Geist und setzen seine Offenbarung herab. Das gilt als unverzeihliche Sünde. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, was über den Heiligen Geist gesagt wird. Vermeide Witze, Assoziationen oder Gruppen, die respektvoll über das Wirken des Geistes Gottes sprechen, da dies zur Begehung dieser unverzeihlichen Sünde führen kann. Die letzte Gruppe von Menschen, die Gott in der Heiligen Schrift nicht retten kann, sind die Verstorbenen. Es ist üblich, dass viele Menschen Pastoren und religiöse Führer um Gebete bei der Beerdigung eines geliebten Menschen bitten. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass kein Gebet das Schicksal eines Menschen nach dem Tod ändern kann. Erlösung ist nur möglich, solange du lebst. Nach dem Tod wird es völlig unzugänglich. Die Idee des Fegefeuers findet, wie manche glauben, keine Stütze in der Wahrheit des Wortes Gottes. Erlösung ist nur im Leben möglich. Deshalb ist es wichtig, sein Leben Jesus zu übergeben. Meine Freunde, ich hoffe, ihr könnt jetzt verstehen, dass manche Menschen vielleicht nicht gerettet werden. Das liegt nicht daran, dass es ihm an Liebe von Gott mangelt, sondern daran, dass er seinen Maßstab der Gerechtigkeit nicht kompromittieren kann, um jemanden zu retten. Der größte Akt der Liebe war, als Gott seinen Sohn sandte, um für uns am Kreuz von Golgatha zu sterben, selbst als wir noch Sünder waren. Nach diesem höchsten Opfer, wenn man sich entscheidet, nicht zu glauben, wird Gott keine Kompromisse mehr eingehen, wenn es um seine Prinzipien geht. Zum Schluss frage ich dich:
Hast du Jesus wirklich als deinen Herrn und Erlöser angenommen? Wenn sie es noch nicht getan haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Die Entrückung ist ein viel diskutiertes Thema unter Christen und auch Nicht-Christen. Dies ist nicht nur ein vorhergesagtes zukünftiges Ereignis, sondern ein prophetisches Ereignis, das mit Sicherheit eintreten wird. Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt, aber das ist es, was wir wissen. Gerster, Thessalonicher Kapitel 4, Verse 15-17 sagt uns, dass wir, die wir nach dem Wort des Herrn leben und bleiben werden, bis zum Kommen des Herrn, sicherlich nicht denen vorausgehen werden, die entschlafen sind. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen mit einem Schrei, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes. Und die Toten in Christus werden zuerst auferweckt werden. Danach werden wir, die wir leben und bleiben, mit ihnen in die Wolken entrückt, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und so werden wir für immer beim Herrn sein. Das ist der Augenblick, dem wir mit Hoffnung und Glauben entgegensehen. Entrückt zu sein, mit dem Herrn in den Wolken wieder vereint zu sein, ist zweifellos eine herrliche Erfahrung, auf die sich jeder Gläubige mit großer Vorfreude freut. Die Entrückung ist ein Ereignis, das nur für das Volk des Herrn bestimmt ist. Für diejenigen, die ihr Vertrauen in die rettende Gnade Jesu gesetzt haben und sich von einem Leben in Sünde abgewandt haben. Das bedeutet, dass, egal wie viele gute Taten auf Erden vollbracht worden sind oder wie edel die Absichten sind, wenn man kein Gläubiger ist, der für Gott lebt, wird man nicht entrückt werden, wenn diese Zeit kommt. Manche Menschen glauben, dass die Entführung mehr als einmal passieren wird, um denjenigen, die die erste verpasst haben, eine zweite Chance zu geben. Die Bibel unterstützt diese Idee jedoch nicht. Daher ist es wichtig, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit sie an dieser glorreichen Erfahrung teilnehmen können. Die Entführung wird nur einmal stattfinden und sich nicht wiederholen. Zurückgelassen zu werden bedeutet, sich dem Chaos und der Verfolgung des Antichristen zu stellen. Auf der anderen Seite wird es für diejenigen, die entrückt sind, der Beginn einer ewigen Herrschaft mit dem Herrn sein. Die Beziehung zwischen den entrückten Gläubigen und Jesus wird ewig sein. Sie werden nicht nur der Gefahr der Hölle entkommen, sondern auch voll und ganz annehmen und schätzen, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Der letzte Feind, der Tod, wird gerichtet und besiegt werden. In diesem Video wird ausführlich erklärt, was eine Entführung ist. Ich bitte euch, sorgfältig zu folgen, denn es wird euren Glauben stärken und jede Furcht vor der Entrückung eures Herzens beseitigen. Das Wort Entrückung beschreibt ein Schlüsselereignis in der Heiligen Schrift, in dem Gott alle, die an Jesus Christus glauben, von der Erde holt und den Weg für sein gerechtes Gericht ebnet, das während der Zeit der Trübsal ausgegossen wird. Es ist wichtig zu beachten, dass das Wort Entrückung nirgendwo in der Bibel explizit erwähnt wird. Mehrere Verse in verschiedenen Teilen der Heiligen Schrift weisen jedoch auf das Eintreten dieses großen Ereignisses hin. Beispiele für diese Verse finden sich in den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas sowie in den Briefen und anderswo im Neuen Testament. Diese Texte bestätigen das prophezeite Ereignis, das wir Entrückung nennen. Wegen der Wichtigkeit dieses zukünftigen Ereignisses ist viel über die Entrückung gelehrt worden. Diese Lehren haben unterschiedliche Meinungen und Interpretationen hervorgebracht. Ein wichtiger, aber irrtümlicher Glaube, der mit der Entrückung verbunden ist, ist, dass viele glauben, dass dieses zweite Kommen und das zweite Kommen Christi dasselbe Ereignis sind. Die Heilige Schrift stützt diese Ansicht jedoch nicht. Die Bibel sagt deutlich, dass die Entrückung und die Wiederkunft Christi getrennte Ereignisse sind. Lassen Sie uns einige wichtige Unterschiede zwischen der Entrückung und dem zweiten Kommen klären. Während der Entrückung werden alle Gläubigen Jesus in den Wolken begegnen, wie in 1. Thessalonicher 4,17 beschrieben. Auf der anderen Seite werden bei der Wiederkunft alle entrückten Gläubigen mit dem Herrn auf die Erde zurückkehren. Der Zweck dieser Rückkehr ist es, diejenigen zu richten, die auf der Erde geblieben sind und das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben, den Antichristen und Satan zu besiegen und 1000 Jahre lang zu herrschen, wie in Offenbarung 19 und 20 berichtet wird. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Veranstaltungen. Die Entrückung wird, wie zuvor definiert, die Zeit sein, in der die Heiligen von der Erde entfernt werden, um dem Herrn in den Wolken zu begegnen. Auf der anderen Seite ist die Wiederkunft das Ereignis, in dem der Herr mit allen Gläubigen wiederkommen wird, die entrückt wurden, um diejenigen zu richten, die auf der Erde geblieben sind,
und den Teufel für 1000 Jahre einzusperren. Zweitens wird die Entrückung ein unmittelbares Ereignis sein, im Gegensatz zur Wiederkunft Christi. In 1. Korinther 15, 42 heißt es, in einem Augenblick, in einem Augenblick, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen, die Toten werden unverwisslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Die Entrückung wird im Handumdrehen stattfinden, während die Wiederkunft ein Ereignis sein wird, das für alle sichtbar sein wird, gemäß Matthäus 25, 27. Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und sich auch im Westen zeigt, so wird das Kommen des Menschensohnes kommen. Drittens kann die Entrückung jederzeit stattfinden, aber die Wiederkunft Christi wird nicht stattfinden, bis bestimmte prophetische Endzeitereignisse erfüllt sind. Das bedeutet, dass die Entrückung dem zweiten Kommen vorausgehen wird. Es gibt verschiedene Interpretationen und Denkschulen über das Konzept der Entrückung, aber die Bibel bleibt die gültigste und genaueste Quelle für Informationen über dieses Ereignis in jüngster Zeit. Eine weit verbreitete Fehlinterpretation von Entführung ist die Vorstellung, dass sie nur für gute und moralische Menschen ist. Die Heiligen Schriften lehren und bestätigen, dass die Entrückung für diejenigen ist, die an Jesus Christus glauben. Du magst ein vorbildlicher, großzügiger, gesetzestreuer Bürger deines Landes sein, aber wenn du Jesus Christus nicht als deinen Herrn und Erlöser bekannt hast, fürchte ich, dass du in der Entrückung zurückgelassen wirst. Die Bibel lehrt uns etwas sehr Ermutigendes und Tröstliches, besonders für diejenigen, die geliebte Menschen verloren haben, die an Christus glauben. Die Heilige Schrift erklärt, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen werden. Wenn ihr also einen geliebten Menschen habt, der verstorben ist und treu an Jesus Christus glaubt, dann bringe ich euch eine gute Nachricht. Ihr werdet zuerst auferstehen und ihr werdet die Hoffnung haben, während der Entrückung mit dem Herrn in der Luft zu sein. Das ist ein Grund zu großer Ermutigung und Freude. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ob es möglich ist, sich auf die Entführung vorzubereiten. Wie kann ich mich auf dieses Großereignis vorbereiten? Die Antwort ist ein klares Ja. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie sich auf die Entführung vorbereiten können. Eine Möglichkeit, bereit zu sein, besteht darin, ein Leben des Glaubens und der Gerechtigkeit zu führen. Erinnern wir uns an die Frage Jesu an seine Jünger in Lukas 18,8: Wenn aber der Menschensohn kommt, wird er dann Glauben finden auf Erden. Deshalb, Geliebte, widmet euch jenen Dingen, die euren Glauben aufbauen und euch motivieren, rechtschaffen zu leben. Lasst euch von niemandem davon abhalten, im Glauben und in Gerechtigkeit zu leben. Achte darauf, dass du nicht nur über Reinheit sprichst, sondern sie auch lebst, denn der Herr schenkt dir Gnade und Weisheit. Eine andere Möglichkeit, sich auf die Entrückung vorzubereiten, besteht darin, die biblischen Lehren zu studieren und zu verstehen. Wenn du dich darauf vorbereitest, ist es wichtig, Gottes Wort zu studieren und seine Grundsätze selbst zu lernen. Jeder Gläubige, der sich dem Studium des Wortes Gottes widmet, wird zu einem Arbeiter, dessen er sich nicht zu schämen braucht und der in der Lage ist, das Wort der Wahrheit in allen Bereichen des Lebens anzuwenden. Es ist wichtig, die Bibel zu lesen, zu studieren, zu verstehen und anzuwenden. Vermeiden Sie es, nach neuen Offenbarungen zu suchen, die zwar vortrefflich erscheinen, aber von der aufrichtigen Wahrheit des Wortes Gottes abweichen. Eine Lektion, die zu komplex, mystisch oder mehrdeutig ist, ist nicht unbedingt wahr. Meistens wird die Wahrheit des Wortes Gottes auf einfache Weise dargestellt, sodass jeder vollständig ausgerüstet sein kann, um gute Werke zu tun. Ein weiterer wichtiger Weg, um sich auf die Entrückung vorzubereiten, besteht darin, in einer Gemeinschaft authentischer Gläubiger zu stehen. In Sprüche 27,17 lesen wir: Wie Eisen Eisen schärft, so schärft einer den anderen. Das Leben in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen ist unerlässlich, wie das Volkssprichwort Sicherheit in Zahlen nahelegt. Die Bibel ermutigt uns, die Begegnung mit anderen Gläubigen nicht zu vernachlässigen und dafür zu sorgen, dass uns nichts von der Gemeinschaft trennt. Die Isolierung der Gemeinschaft der Gläubigen kommt nicht von Gott, sondern ist ein Trick des Feindes. Die vierte Möglichkeit, sich auf die Entrückung vorzubereiten, besteht darin, um Führung und Kraft zu beten, während wir in den letzten Tagen leben. Das Gebet ist eine der Möglichkeiten, wie wir mit dem Herrn verbunden bleiben, besonders in Zeiten, in denen wir uns auf diesem himmlischen Weg allein fühlen.
Betet zum Herrn, dass er euch führt und euch Kraft gibt, denn unsere eigene Kraft mag versagen, aber mit der Ausrüstung des Herrn werden wir nicht versagen. Abschließend möchte ich sagen, dass Gott bei der Vorbereitung auf die Entrückung daran denkt, dass Gott Zeichen auf den Weg legt, um uns zu führen. Die Bibel gibt nicht genau an, wann die Entrückung stattfinden wird, aber wir wurden gewarnt und gelehrt, nach Zeichen der Endzeit Ausschau zu halten. Jesus selbst hat uns über diese Zeichen und die Notwendigkeit, wachsam zu sein, belehrt. In den letzten Tagen sprach Jesus von diesen Ereignissen. Bevor diese Zeichen in unserer Zeit erscheinen, wäre es daher ratsam, den Heiligen Schriften mehr Aufmerksamkeit zu schenken als je zuvor. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Anleitung konzentrieren, die Jesus uns hinterlassen hat, wie wir unser Leben in der Endzeit führen können. Wie er in Matthäus 24 und 33 sagte, wenn ihr das alles seht, wisst auch ihr, dass er nahe an den Toren ist. In diesem Video werde ich drei wichtige Lehren Jesu vorstellen und zeigen, wie sie sich auf praktische und direkte Weise auf unser tägliches christliches Leben anwenden lassen. Der erste Ratschlag Jesu, der in Matthäus 24, 40 zu finden ist, informiert uns darüber, dass wir gesegnet werden, wenn wir seine Anweisungen ausführen, wenn er wiederkommt. Als Jesus die Gläubigen über seine Wiederkunft führte, betonte er, dass wahre Treue darin besteht, dass man sie bei der Wiederkunft des Meisters findet. Er versprach, dass diese treuen Diener gesegnet werden würden, wenn er wiederkäme. Aber was bedeutet es, dabei erwischt zu werden? Was genau soll der Diener, der Gläubige, der Jesus nachfolgt, tun, wenn der Herr wiederkommt? In diesen letzten Tagen sicher zu bleiben, bedeutet, dass wir die Aufgaben, die sie uns als Gläubige anvertraut haben, treu erfüllen. Das bedeutet, dass wir die Sendung, die er uns anvertraut hat, bis zu seiner glorreichen Wiederkunft nicht vernachlässigen dürfen. Jesus verdeutlichte diesen Gedanken durch das Gleichnis von den Talenten. Dies zu tun bedeutet, sich aktiv zu engagieren und sich der uns anvertrauten Mission zu widmen. Indem wir es mit Exzellenz ausführen und in aufrichtiger Erwartung der bevorstehenden Rückkehr unseres Meisters leben. Zu den uns anvertrauten Aufgaben gehört die Verkündigung des Evangeliums. Jesus wies jeden seiner Jünger an, die Botschaft des Evangeliums als Teil des Missionsbefehls zu predigen. Es ist ein Aufruf an alle, die ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben, aktiv in der Mission zu sein, das Evangelium zu allen um uns herum zu bringen. Unser Engagement, die Botschaft vom Reich Gottes unter den fast 8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt zu verbreiten, muss unerschütterlich sein, ganz gleich, mit welchen Hindernissen und Herausforderungen wir konfrontiert sind. Jesus hat uns nicht nur das Evangelium verbreitet, sondern uns auch den Auftrag gegeben, Jünger zu machen. Diese Aufgabe wird in Matthäus 28, 20 klar beschrieben und lehrt sie, alles zu halten, was ich ihnen geboten habe. Und ich werde immer bei euch sein, bis ans Ende der Welt. Heute ist der Bedarf an Jüngern immens und Jesus ruft jeden seiner Jünger auf, die Zahl der Jünger zu vervielfachen und so das Werk seines Reiches zu erleichtern. Nur ein Jünger kann einen anderen Jünger bilden. Es gibt heute einen dringenden Bedarf an hingebungsvollen Arbeitern im Reich Gottes. Wenn wir uns bemühen, Menschen dabei zu helfen, sich Gott zu nähern, ihn zu lieben, ihm zu dienen und ihm zu dienen, setzen wir Jesu Auftrag in die Tat um. Indem wir das tun, verpflichten wir uns, zur Zeit der Wiederkunft des Herrn dabei angetroffen zu werden. Eine der wichtigsten Richtlinien, die Jesus uns gegeben hat, um in dieser Endzeit gut zu leben, ist, unsere geistliche Wachsamkeit immer hochzuhalten und Ablenkungen zu vermeiden, die uns vom wahren Weg abbringen. In Markus 13, 33 heißt es in der erweiterten Version: Seid wachsam, wacht ohne Unterlass und betet, denn ihr wisst nicht genau, wann ihr angekommen seid. Auf der Hut zu sein bedeutet für einen Christen, aufmerksam und fromm im Gebet zu sein. Liebe Heilige, wir müssen immer wachsam bleiben und dürfen nicht in geistliche Erstarrung verfallen. Es ist eine Ermahnung, die Gebetspraxis zu vertiefen, während man auf die Rückkehr des Lehrers wartet. Anstelle des Gebets finden wir Gnade, Trost und Geduld, wesentliche Elemente, um die Herausforderungen dieser letzten Tage zu meistern und den Fallen und Täuschungen zu entkommen. Die heutigen Herausforderungen verlangen von Ihnen und mir, dass wir dem Herrn täglich Zeit im Gebet widmen. Frage dich, wie dein Gebetsleben verläuft, wie viel Zeit du jeden Tag dem Gebet widmest. Erkenne, dass es wichtig ist, ständig zu beten, um Gottes Willen für dich zu verstehen
und die Handlungen, die er von dir in dieser Zeit erwartet. Wenn wir mit Gott kommunizieren, haben wir einen Vorteil gegenüber den unzähligen Plänen Satans. Viele Christen haben noch nicht erkannt, dass sich die Welt jeden Tag verändert, um sich an der Agenda des Antichristen auszurichten, und dass Satan entschlossen ist, so viele Heilige wie möglich in die Irre zu führen. Aber denken Sie daran, dass dies irreführend ist. Wenn wir uns täglich Zeit für das Gebet nehmen, bleiben wir wach und aufmerksam für den Ruf Jesu, für das Bewusstsein seiner Wiederkunft. In diesen letzten Tagen in der Verfolgung unserer Wachsamkeit zu schlafen, bedeutet, diesen wichtigen Rat, aufmerksam und wachsam zu sein, zu ignorieren, denn wir kennen den genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr nicht. In Markus 13, Verse 35 und 36 heißt es: Sei also auf der Hut, denn du weißt nicht, wann der Hausherr zurückkehren wird. Wenn er unangekündigt kommt, erlaube ihm nicht, dich schlafend zu finden. Diese Warnung ist klar. Wir müssen geistige Gefühllosigkeit vermeiden. Schlaf bezieht sich hier nicht auf körperliche Ruhe, sondern auf einen Zustand geistiger Gefühllosigkeit und Sorglosigkeit. Deshalb ist es in dieser Zeit der Ungewissheit und des Wandels wichtig, dass wir diesen Rat der Wachsamkeit und des Gebets treu befolgen. Wir kennen den genauen Zeitpunkt der göttlichen Rückkehr nicht. Spirituell wach und aufmerksam zu bleiben, ist der Schlüssel, um nicht überrascht zu werden und bereit zu sein, sich den Herausforderungen zu stellen, die vor uns liegen. Jesus betont in seinen Anweisungen, wie man in dieser Endzeit leben soll, wie wichtig es ist, nicht gleichgültig oder nachlässig gegenüber den Dingen des Reiches Gottes oder der bevorstehenden Wiederkunft Christi zu werden. Er fordert uns auf, wachsam zu bleiben, denn wir kennen die Stunde seiner Wiederkunft nicht. Wir dürfen uns nicht von vorübergehenden Trends mitreißen lassen oder ihre Warnungen vergessen. Jeder Gläubige wird ermutigt, wachsam zu sein, mit Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn zu warten, bewusste Schritte zu unternehmen, um sich vor allem in Acht zu nehmen, was unsere Konzentration oder unser geistliches Engagement bedrohen könnte. Auf der Hut zu sein bedeutet, sich aktiv dafür einzusetzen, die Überzeugungen unseres Herzens und unseren Glauben an Jesus zu schützen, alles zu priorisieren, was ihn verherrlicht, und alles abzulehnen, was unser Herz von ihm abwendet. Der dritte Rat Jesu findet sich in Lukas 21, Verse 34 und 35. Er warnt uns eindringlich, darauf zu achten, dass unser Herz nicht von den Ausschweifungen und Ängsten des Lebens niedergedrückt wird, denn dieser Tag kann uns plötzlich wie eine Schlinge einholen. Jesus warnt uns vor der Gefahr, einen leichtfertigen und zügellosen Lebensstil zu täuschen, der in den letzten Tagen alltäglich werden kann. Wir erinnern uns, dass ähnliche Ereignisse in den Tagen Noahs, in Sodom und Gomorra und sogar in Babylon stattfanden, bevor sie zerstört wurden. Die Bibel berichtet, dass die Menschen vor diesen Ereignissen so in ihr Leben vertieft waren, aßen, tranken und heirateten, dass sie Gott und seine Warnungen vergaßen. Heute leben wir in einer ähnlichen Situation, in der viele allmählich Gott vergessen und sich den Lügen und Täuschungen zuwenden, die vom Feind verbreitet werden. Durch Influencer, Medien und sogar Regierungen. Jesus warnte auch davor, dass manche in die Irre gehen könnten, nicht unbedingt wegen der Sünde, sondern wegen der Ängste des Lebens. Aus diesem Grund ist es notwendig, auf den Druck zu achten, der den Glauben der anderen schwächt. Obwohl wir vor schwierigen Zeiten stehen, dürfen wir nicht zulassen, dass irgendetwas in unseren Herzen gegenüber Gott erkaltet. Was auch immer die Umstände sind, lass dich nicht von der Angst von deinem Glauben abbringen. Im Gegenteil, möge euer Glaube euch von der Angst befreien, die heutzutage so viele Menschen beherrscht. Liebe Freunde, was sollten wir reagieren, nachdem wir diesen Rat des Herrn Jesus selbst gehört haben? Laut dem zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Verse 1-5, leben wir in den letzten Tagen in schwierigen Zeiten. Die Menschen werden selbstsüchtig, gierig, arrogant, missbräuchlich, ungehorsam gegenüber ihren Eltern, undankbar, gottlos, lieblos, kompromittierend, verleumderisch, unkontrolliert, brutal, Feinde des Guten, Verräter, rücksichtslos, eingebildet und Liebhaber von Vergnügungen statt Gottes Freunde. Sie werden den Anschein von Frömmigkeit bewahren, aber sie werden ihre wahre Macht leugnen. Wir sollten diese Menschen meiden. Diese Ausrichtung ist glasklar.
Wir müssen uns von der übrigen Welt abgrenzen und uns von ihnen abgrenzen, indem wir jede Vereinigung oder Gruppe meiden, die nur eine äußerliche Form der Frömmigkeit darstellt, in Wirklichkeit aber in einer Weise lebt, die der Macht eines gottgefälligen Lebens widerspricht. Mit anderen Worten, ihre Handlungen oder Billigungen sind ein direktes Spiegelbild eines Lebens des Ungehorsams gegenüber Gottes Wort. Wenn wir mit Hoffnung und Erwartung der Wiederkunft des Herrn in die Zukunft blicken, müssen wir am Bekenntnis unseres Glaubens festhalten und uns inbrünstig um den uns anvertrauten Glauben bemühen. Bleiben wir standhaft, standhaft und unerschütterlich, und denken wir daran, dass der Herr, wenn er wiederkommt, alle belohnen wird, die ihre Augen auf ihn gerichtet gehalten und ihr Leben gelebt haben, um ihm zu gefallen. In Offenbarung 22, Vers 12 heißt es: Siehe, ich komme bald und mein Lohn ist mit mir, damit ich jedem gebe nach seinem Werk. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, worauf es im Leben wirklich ankommt? Was wäre die eine Sache, die du bewahren würdest, wenn du nur wenige Minuten davon entfernt wärst, der Ewigkeit ins Auge zu sehen? Wenn du jemals eine Nahtoderfahrung hattest, ändert sich deine Einstellung zum Leben dramatisch. Im Moment scheint nichts anderes wichtig zu sein, außer einer wesentlichen Sache: Jesus Christus. Im Angesicht des Todes wird deutlich, dass inmitten all unserer Verfolgungen und weltlichen Errungenschaften die Einheit mit Christus, die durch sein Wirken am Kreuz ermöglicht wird, einen authentischen Sinn hat. Begleiten Sie mich, wenn wir tiefer in diese tiefgründige Botschaft eintauchen und die ewige Wahrheit des Kreuzes Christi erforschen, das die Macht hat, unsere Seelen zu retten und uns die Gewissheit eines Lebens nach dem Tod zu schenken. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, und Gott möchte, dass du ihr deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Verpassen Sie nichts. Öffne dein Herz, um es jetzt zu empfangen. Man weiß nie, was passieren kann. Nach dieser Zeit heißt es in Galater 6,14: Unser größter Stolz muss das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sein. Denn fern sei es von mir, mich zu rühmen, außer im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch den die Welt für mich gekreuzigt ist und ich für die Welt. Im Angesicht der Ewigkeit verlieren alle unsere weltlichen Aktivitäten und Ambitionen ihren Wert und werden bedeutungslos. Denken wir einen Augenblick an einen Menschen, der dem Tod ins Auge blickt, denn er bietet eine verblüffende Parallele zu unserem eigenen Leben. Denken Sie an einen Geschäftsinhaber, der ein Geschäftstreffen für die kommende Woche akribisch geplant hat. Im Angesicht seines bevorstehenden Todes, während sich sein Leben vor seinen Augen entfaltet, wird dieses Wiedersehen zu einem fernen und irrelevanten Gedanken, der seinen Wert verliert. Das unerbittliche Streben nach Reichtum hört auf, seine Gedanken zu dominieren, und selbst seine Leidenschaft für seine Lieblingsfußballmannschaft verblasst im Vergleich. Sein geliebtes Zuhause, das einst als Schatz galt, scheint heute ein unbedeutender Besitz zu sein. Meine Freunde, dies ist eine ergreifende Erinnerung daran, dass die Dinge, nach denen wir uns sehnen und die uns letztendlich wichtig sind, im Angesicht der Ewigkeit keine Relevanz haben. Geld, materielle Besitztümer und sogar unsere wertvollsten Errungenschaften sind nichts im Vergleich zu der grundlegenden Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Das Einzige, was wirklich zählt, ist das Kreuz Christi, denn es spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung unseres ewigen Schicksals. Es ist wichtig, sich diese Lektion zu Herzen zu nehmen, denn sie gilt für jeden Einzelnen von uns. Der Tod ist eine unausweichliche Realität, die jeden treffen wird. Und in dem Moment, in dem er sich nähert, werden all unsere zeitlichen Sorgen und falschen Prioritäten wie Rauch verschwinden. Tief in unserem Inneren kennen wir diese Wahrheit, aber wir versäumen es oft, unsere Beziehung zu Gott zu priorisieren, weil wir uns im Streben nach weltlichem Erfolg, Anerkennung und Erfüllung verlieren. Wir dürfen das Ewige nicht aus den Augen verlieren. Möge diese Offenbarung ein Aufruf sein, den Geist zu erwecken, unsere Werte zu bewerten und unsere Prioritäten neu zu setzen. Das Nachdenken über die Geheimnisse des Lebens nach dem Tod wirft tiefgreifende Fragen auf. Was passiert am Ende unserer irdischen Reise? Was erwartet uns jenseits der Schwelle des Todes? Gibt es ein Reich, das Fegefeuer genannt wird, oder schlafen wir einfach bis zum verheißenen Tag der Auferstehung ein? Hebräer 9,27 bietet eine klare Antwort. So wie es für die Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und nach jenem Gericht. Gottes Wort widerlegt jede Vorstellung von einem Zwischenzustand nach dem Tod
und betont die Realität des Gerichts nach dem Tod. An die Stelle der Vorstellung eines Fegefeuers tritt die Gewissheit eines göttlichen Gerichts nach unserem irdischen Leben. Meine Freunde, wenn wir uns der Unvermeidlichkeit dieses bevorstehenden Gerichts bewusst werden, wird sich unser Leben dramatisch verändern. Die Erkenntnis, dass wir von einem heiligen und ewigen Gott beurteilt werden, der jedes Detail unserer Existenz akribisch untersuchen wird, drängt uns dazu, eine andere Lebensweise anzunehmen. Wisst, dass selbst die Worte, die wir sprechen, sorgfältig geprüft und beurteilt werden. Mein lieber Freund, das Gericht steht vor den Toren und am Horizont, und in diesem Gericht wird ein entscheidender Faktor das Schicksal unserer Seelen bestimmen. Wir werden bald sehen, was dieser Faktor ist. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 finden wir das Thema des Kreuzes. Denn die Botschaft des Kreuzes ist Torheit für die, die verloren gehen, aber für uns, die wir gerettet sind, ist es die Kraft Gottes. Denken wir über die Verkündigung des Kreuzes nach. Das Kreuz Jesu mag für diejenigen, die im Verderben sind, absurd erscheinen, aber für diejenigen, die gerettet sind, repräsentiert es die Macht Gottes. Wieder einmal sticht das Kreuz hervor, dass diejenigen, die sich auf dem Weg des Verderbens befinden, von denen unterscheidet, die sich auf dem Weg des Heils befinden. Das Kreuz Christi ist das entscheidende Element für die Vergebung unserer Sünden. Ohne die Ereignisse dieses Kreuzes und die Auferstehung, die darauf folgte, wäre die Erlösung für niemanden möglich gewesen, wie uns Galater Kapitel 6 in Erinnerung ruft. Die nachdrückliche Aussage des Apostels Paulus fern von mir dient als Richtschnur, um unsere Herrlichkeit allein auf Christus auszurichten. Er lädt uns ein, den Blick auf Jesus zu richten, den Blick auf das Kreuz zu richten und auf den zu vertrauen, der Urheber und Konsument unseres Glaubens ist. Das Kreuz ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und eine Erinnerung an die unaussprechliche Liebe und das Opfer, die unsere Erlösung gesichert haben. In unserem täglichen Leben werden wir ständig abgelenkt und versucht, uns von der wahren Bedeutung des Kreuzes abzuwenden, verführt von den Reizen weltlicher Errungenschaften, eingehüllt in das Streben nach persönlichem Gewinn und angezogen von den flüchtigen Freuden dieses Lebens. Zu oft verlieren wir den ewigen Wert des Kreuzes aus den Augen. Im Angesicht der Ewigkeit verblassen diese Quests im Vergleich zu der bleibenden Wirkung des Kreuzes. Sie ist das zentrale Element, das die Verlorenen von den Geretteten unterscheidet und als Grundlage für die Vergebung der Sünden dient. Während wir uns in der Komplexität des Lebens zurechtfinden, ist die Lehre der Apostel ein nachdrücklicher Aufruf, unsere Augen auf die verwandelnde Kraft des Kreuzes zu richten. Wir sollten über die Wahrheit nachdenken, die in diesen Versen enthalten ist, wenn wir die Realität des bevorstehenden Gerichts und die verwandelnde Kraft des Kreuzes betrachten. In einer Welt, in der die Menschen um unsere Aufmerksamkeit kämpfen, sind wir mit einer Vielzahl von Ablenkungen konfrontiert, die unsere Aufmerksamkeit vom Kreuz ablenken wollen. Wie wichtig es ist, das Kreuz in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, ist eine ständige Mahnung, sich nicht in Trivialitäten und flüchtigen Illusionen zu verlieren, sondern den tiefen und ewigen Sinn zu suchen, den es darstellt. Die Gesellschaft ermutigt uns oft, uns auf unsere eigene Güte zu konzentrieren, drängt uns, stolz auf unsere Errungenschaften und unsere persönliche Rechtschaffenheit zu sein, fördert die Idee der Eigenständigkeit, die auf dem Vertrauen in unsere vermeintliche Güte beruht, und verewigt eine verzerrte Sichtweise, die die tiefste Wahrheit unserer Menschlichkeit ignoriert. Wir hören oft Flüstern, das uns an all unsere guten Taten erinnert. Unsere Freundlichkeit, unsere Liebe, unsere Verantwortung, unsere Unterstützung durch die Gemeinschaft und unsere Sorge um die Familie. Wir werden für unsere moralische Aufrichtigkeit und unseren Respekt vor dem Gesetz gelobt, was viele Menschen glauben lässt, dass sie eigentlich gute Menschen sind. Diese Denkweise ist vielen Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam, auch denen, die nicht glauben, ihre eigene sündige Natur und die schrecklichen Folgen, die damit einhergehen, nicht erkennen. Viele wissen nicht, was Römer Kapitel 3, Vers 23 uns lehren will. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, oder sogar in Römer Kapitel 6, Vers 23, wo es heißt, denn der Sünde Lohn ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sind alle Sünder. Die Bibel lehrt uns, dass wir Adams sündige Natur erben. Doch die Täuschung täuscht die Menschen, gibt ihnen ein falsches Gefühl der Gerechtigkeit
und führt sie von der Erlösung weg, bis es zu spät ist. Das begrenzte Verständnis der Sünde, die nur als grausame Verbrechen oder schwere Übertretungen gesehen wird, wird durch die Botschaft des Evangeliums in Frage gestellt, die auf jeden von uns hinweist und erklärt, dass wir alle die Herrlichkeit des Allmächtigen nicht erlangt haben. Das Evangelium enthält eine direkte und kraftvolle Botschaft, die eine beunruhigende Wahrheit offenbart. Jeder Mensch, egal wie respektiert oder tugendhaft er angesehen wird, ist ein Sünder vor einem heiligen Gott. Viele sind erschrocken über diese feste Einschätzung ihres moralischen Zustands und lehnen die Vorstellung, als Sünder eingestuft zu werden, vehement ab. Stattdessen ziehen sie es vor, sich an die Illusion ihrer eigenen Rechtschaffenheit zu klammern. Aus diesem Grund wird die Botschaft des Evangeliums für sie zu etwas Anstößigem und schwer Verständlichem, zu einem echten Stein des Anstoßes. Das liegt daran, dass sie nicht bereit sind, die Realität ihres Bedürfnisses nach Erlösung zu akzeptieren. Die Idee der Erlösung erscheint ihnen absurd, ein unwichtiger Begriff, der leicht abgetan werden kann. Viele Menschen suchen Trost in ihren Lorbeeren, ihren Taten der Nächstenliebe und ihrer moralischen Rechtschaffenheit, weil sie glauben, dass solche lobenswerten Taten ausreichen, um ihre Stellung vor Gott zu sichern. Sie werden in dem trügerischen Glauben getäuscht, dass die Botschaft vom Kreuz nutzlos ist, und vertrauen darauf, dass sie durch ihre eigenen Anstrengungen und Verdienste das Heil erlangen können. Und die Welt verstärkt diese Illusion, indem sie die Lüge aufrechterhält, dass das Kreuz in unserem Leben keine Rolle spielt. Es ist jedoch entscheidend, dieser Lüge zu widerstehen und die unbequeme Wahrheit zu akzeptieren, dass unsere Freundlichkeit allein nicht ausreicht. Wir müssen erkennen, dass unsere eigene Gerechtigkeit nicht ausreicht, um uns zu erlösen. Es ist nicht notwendig, nach anderen Beispielen zu suchen, um die wachsende Kultur der Achtung vor dem menschlichen Leben in der heutigen Welt zu erkennen. Nehmen Sie einfach Ihr Telefon in die Hand und surfen Sie im Internet, um die Feindseligkeit zu finden, die den Planeten durchdringt. Wir haben einen beispiellosen Anstieg von Morden, bewaffneten Konflikten und Terrorakten erlebt, mehr als jemals zuvor in den letzten 9 Jahrzehnten. In Kriegen sind mehr Menschenleben verloren gegangen als in den letzten 500 Jahren zusammen. Allein im letzten Jahrhundert haben schätzungsweise 203 Millionen Menschen ihr Leben in Kriegen verloren. Und allein im letzten Jahrzehnt wurden etwa 2 Millionen Kinder ermordet und weitere 5 Millionen infolge von Konflikten behindert. Angesichts dieser Realität ist es schwer, nicht daran zu denken, dass das göttliche Gericht nahe ist. Aber unabhängig davon, ob die Entrückung zuerst stattfindet oder ob wir diese Welt für die Ewigkeit verlassen, bleibt die entscheidende Frage: Sind wir bereit, unserem Schöpfer so zu begegnen, wie wir es jetzt sind? Haben wir eine Beziehung zu Jesus? Hör zu! Lass die Sorgen dieses Lebens los. Am Ende des Tages ist das, was wirklich zählt, deine Verbindung zu Jesus. Es spielt keine Rolle, wie hoch Ihr Kontostand oder Ihr sozialer Status ist, Ihre Follower auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken, sondern wie gut Ihre Seele vorbereitet ist. Schenken wir in dieser Zeit dem Herrn unser Herz. Lasst uns umkehren und fest in der Wahrheit stehen, koste es, was es wolle. Lasst uns beten, dass Gott unser Herz zu den Dingen des Geistes führt und uns von den Fesseln der Verderbtheit befreit, die die Welt beherrscht. Möge die Liebe zu Gott unsere Hauptmotivation sein und uns die Gewissheit unserer Ewigkeit schenken. Amen.